ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar habe ich den zweiten Teil der Colorado Ace Reihe gelesen. Und zwar ist das Maybe This Time und Plötzlich ist es für immer. Und wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes bin ich mal vorweg, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr über das Buch gefreut. Ich fand ja den ersten Teil der Colorado Ice Reihe schon richtig toll und ich fand die Geschichte super süß und ich mochte die Charaktere sehr. Und ich war jetzt schon sehr gespannt auf den zweiten Teil, denn im zweiten Teil geht es um Ben Westmore. Und Ben ist der Bruder von unserem Protagonisten aus dem ersten Teil von Jackson. Und Ben ist NHL-Star. Also er ist Eishockey-Profi und er ist der typische Frauenschwarm und er ist auch so der typische Frauenheld. Er hat Affären, unverbindliche und quasi jede Nacht eine andere Frau im Bett. Und dann ist es aber so, dass Ben nach einer durchzechten Nacht auf einmal verheiratet ist. Und ja, Ben stellt sehr, sehr schnell fest, dass das irgendwie nicht so gut ist, denn er kennt diese Frau nicht, die er geheiratet hat. Er kann sich an sie auch überhaupt nicht erinnern und er weiß, dass er rechtlichen Beistand braucht, um diese Ehe so schnell wie möglich wieder hinter sich zu bringen und sich so schnell wie möglich scheiden zu lassen und so gut es geht, auch aus dieser Sache wieder rauszukommen. Und es wäre alles gar nicht so kompliziert, wenn Ben nicht ein Auge auf die Anwältin der Gegenseite geworfen hätte. Und als Ben Olivia das erste Mal sieht, ist es quasi schon um ihn geschehen und er stellt sehr, sehr schnell fest, dass Olivia ganz, ganz anders ist wie alle anderen Frauen, die er bisher kennengelernt hat. Und irgendwie wird meine Kamera gerade schon wieder unscharf. Ich weiß nicht, was die Kamera in letzter Zeit für Probleme hat. Ich hoffe nicht, dass sie kaputt geht. Auf jeden Fall fühlt Ben sich sofort zu Olivia hingezogen und das Problem ist aber, dass sie die Anwältin seiner gerade aktuellen Ehefrau ist und das verkompliziert die Sache natürlich. Aber Olivia scheint ihm gegenüber nicht so ganz abgeneigt zu sein und was die beiden dann alles miteinander erleben und was Olivia für ein Geheimnis hat, das ist es, worum es in diesem Buch hier schlussendlich geht. Ich möchte zur Geschichte nicht mehr verraten. Ich möchte auch nicht verraten, was dieses Geheimnis ist, was hier noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt in dieser Geschichte spielt. Und ja, ihr solltet das Buch auf jeden Fall lesen, wenn ihr niedliche Liebesgeschichten mögt, mit so ein bisschen Erotik auch. Ich fand das Buch wieder ganz, ganz toll. Mir hat dieses Buch super viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil, wenn er dann erscheint. Der kommt Ende des Jahres irgendwann raus. Da geht es dann um den dritten Westmore-Bruder und die Geschichte deutet sich hier am Ende auch schon so ein bisschen mit an. Und ich fand den zweiten Teil einfach wieder richtig toll. Ich fand die Geschichte wieder richtig toll. Ich fand Ben toll. Ich fand Olivia toll. Ich fand das Pairing bei den beiden ganz, ganz toll. Und ja, ich komme aber wie immer als allererstes erstmal zum Inhalt. Zum Inhalt kann ich nur sagen, dass die Geschichte einen super Fluss hat. Es passieren hier immer wieder Dinge in diesem Buch, dass einem auch nicht langweilig wird beim Lesen. Wir lesen das Buch aus unterschiedlichen Sichten. Einmal aus Olivias Sicht und einmal aus der Sicht von Ben. Aber wieder aus einer Erzählerperspektive. Ich hatte beim ersten Teil Kommentare gehabt, dass einige mit dieser Erzählerperspektive nicht zurechtgekommen sind. Also es ist so ein bisschen so eine Perspektive wie bei Nalini Singh. Also so eine Mischung aus Erzähler-Ich-Perspektive. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Da ich noch nie Probleme mit dieser Perspektive hatte und mir das auch ehrlich gesagt nie so aufgefallen ist, dass das so ein Mischmasch Ding ist, kann ich dazu auch nichts weiter sagen. Also mich hat es auf jeden Fall nicht gestört, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach mal erwähnen, weil ich, wie gesagt, beim ersten Teil Kommentare hatte, dass einige damit nicht zurechtgekommen sind. Also wenn ihr noch nichts von dieser Reihe gelesen habt, dann schaut euch die Leseprobe auf jeden Fall an und schaut, ob euch die Perspektive, die Erzählweise, ob das was für euch ist oder ob euch das stört. Denn, wie gesagt, es gibt Leute, die kamen damit nicht zurecht. Mich persönlich hat es nicht gestört. Ich habe damit keine Probleme, aber ich bin auch großer Nalini Singh-Fan, von daher habe ich da sowieso keine Probleme mit. Und ja, ansonsten kann ich zum Inhalt, wie gesagt, nur sagen, dass der mir gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte super, ich fand, was in dieser Geschichte passiert ist, super. Es war von Anfang bis Ende spannend. Das Einzige, was mich so ein kleines bisschen gestört hat, war am Ende. Der Konflikt am Ende, den fand ich ein bisschen doof und ich fand die Lösung ein bisschen doof. Denn ich finde, da hätte aus ihrer Sicht mehr kommen müssen. Also wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Ich möchte ja jetzt nicht zu genau drauf eingehen, weil es halt das Ende ist. Aber das hat mich so ein bisschen gestört. Also das hätte ich mir anders gewünscht. Aber es ist jetzt kein großes Ding, dass ich sage, das hat die Geschichte zerstört oder so. Nein, so ist es nicht. Ich hätte mir aber das am Ende einfach ein bisschen anders gewünscht. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass da ein bisschen mehr von Olivia auch kommt. Was das Setting betrifft, befinden wir uns wieder in Colorado Springs. Springs heißt die Kleinstadt, glaube ich, wo die alle so wohnen. Und dann spielt es noch in... Oh mein Gott, spielt es in Boston oder Chicago? Scheiße. Ich hab's vergessen.
merke mir Städte im Moment irgendwie so überhaupt nicht. Also entweder spielt es dann noch zum Teil in Boston oder zum Teil in Chicago. Auf jeden Fall amerikanische Großstadt. Ich glaube, darunter kann sich jeder was vorstellen. Ich habe voll vergessen, wo das spielt. Oh mein Gott, ich bin aber momentan auch echt vergesslich. Ja, aber ich denke, wie gesagt, amerikanische Großstadt, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ich hatte vom Setting hier keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Wir haben hier in der Geschichte ganz, ganz viele tolle Orte, wo die Autorin uns mit hinnimmt. Zum Beispiel eröffnet die Schwester von Ben einen kleinen Babyladen und den bekommt man so gezeigt. Das fand ich ganz, ganz toll beschrieben. Und ja, da gab es auch noch andere Orte wie das Haus am See und andere Orte, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Und ich hatte mit den Beschreibungen hier keinerlei Probleme. Ich konnte mir alles super gut vorstellen. Ich konnte mir auch die Szenenbeschreibungen gut vorstellen und auch die Interaktionen hat alles für mich super zusammengepasst. Also vom Setting her kann ich mich absolut nicht beschweren. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, fand ich, wie gesagt, Olivia und Ben vom Pairing her richtig toll. Die beiden haben super zusammengepasst. Die haben sich nichts geschenkt und Ben ist einfach ein ganz, ganz toller Mann. Das kann man nicht anders sagen. Er ist richtig toll. Er ist wieder so ein typischer Traumtyp, möchte man schon sagen. Und er macht dann auch wirklich zum Ende hin alles, um Olivia zu beweisen, dass er sich geändert hat. Und das fand ich so unglaublich gut. Und Olivia ist auch ein Mensch, der sehr, sehr sympathisch ist. Sie hat so ihre Probleme mit einigen Dingen, was halt auch mit ihrer Vergangenheit zusammenhängt, was ich auch super nachvollziehen konnte. Und ja, ich finde, die beiden passen halt super zusammen. Was die Nebencharaktere betrifft, hat es mir auch gut gefallen. Wir haben hier auch wieder Abby und Jackson, die wieder mit drin vorkommen aus dem ersten Teil. Die ganze Familie Westmore spielt hier noch eine Rolle mit, was ich super cool fand. Die Familie ist sehr, sehr sympathisch und ja, von den Charakteren her kann ich mich auch nicht beschweren, hat für mich alles super zusammengepasst. Was den Schreibstil betrifft, hatte ich ja eben schon gesagt, dass das eine Mischmasch-Erzähler-Ich-Perspektive ist. Ansonsten finde ich, ist das ein lockerer, leichter Schreibstil, passend für eine Liebesgeschichte. Er ist sehr, sehr schlicht gehalten auch. Er ist streckenweise ein bisschen romantisch und natürlich ein bisschen kitschig. Es kommen, wie gesagt, auch so ein, zwei erotische Szenen hier drin vor. Das ist aber nicht wirklich viel. Also es überlagert jetzt oder dominiert die Geschichte nicht, um Gottes Willen. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Maybe This Love wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand, es ist wieder eine richtig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte, die man super so für zwischendurch lesen kann. Die Geschichte ist super zum Abschalten und Entspannen. Und ich freue mich jetzt definitiv auf den dritten Teil. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das war meine Buchvorstellung von Maybe This Love und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!